Ja, liebe Mädchen und Buben, es ist wieder so weit. Wie immer am Mittwochnachmittag heisst es für uns Papier und Bleistift bereit machen und die Ohren spitzen für unser Rätsel. Doch bevor wir jetzt zu unserem neuen Rätsel kommen, will ich euch zuerst wieder wie immer die Auflösung vom letzten Mittwoch bekannt geben. Dass es damals sehr schwer war, haben wir die Anzahl der richtigen Einsendungen gesehen. Es hat nämlich das Mal nur ganze 30 Postkarten mit der richtigen Lösung drauf. Viele von euch haben nämlich gemeint, es sei die neue Beretta Single Action mit Machtschussmagazin. Und viele Slammer gesehen, aber auch reingehauen, wie sie gemeint haben, es sei Kleinkleiber Magnum Sportpistole. Eine Waffe, die man vom Schussklang her noch gern mit dem Walter P38 verwechselt. Dass es aber um keine von diesen Waffen handeln konnte, haben die ganz Schlauen unter euch natürlich ab meinem letzten Hinweis gemerkt, und ich euch gesagt habe, ich suche die Waffe, sei vor allem wegen ihrem 100-Schuss-Magazin von der Elitetruppe in Afghanistan damals sehr geschätzt worden. Lachen haben wir dann aber auch noch bei einem Einsender müssen, der die Postkarte geschrieben hat, sei das kompromisslose Winchester-Kompaktgewehr mit dem harten Anhornschaft. Aber weisst Daniel, das ist natürlich eine Waffe, die es bei uns im Handel gar nicht gibt, sondern ist eine reine Erfindung von Karl May. Für die 30 richtigen Einsender ist es aber natürlich ganz klar 22er Thompson Combat Commander gewesen. Zentralführerkaliber. Eine Schnellfeuerwaffe, die man zu der Familie der leichten MPs zählen darf und die dank ihrem samtweichen Abzug auch bei uns in den letzten Jahren eine starke Verbreitung gefunden hat. Unter diesen 30 richtigen Einsendern haben wir auch heute wieder 3 Gewinner ausgelost. Und zwar geht der erste Preis, die 12-bändige Buchreihe mit dem Titel «Die modernen Kriege der Weltgeschichte», mit 120 Seiten pro Band und insgesamt über 400 Abbildungen, an René Hofstettler in Rotenthurm. Der zweite Preis, die gefütterten Kampfstiefel, gehen das Esti Niedecker in Seelisberg. Und der dritte Preis geht gerade nochmal in die Innerschweiz, und zwar gehen Rudi Tannhauser vom Urner Boden, der die Gratisfahrt im Polizeiauto dreimal um sein Haus um. So, jetzt wird es aber höchste Zeit für unser neues Rätsel. Doch bevor wir jetzt miteinander den heutigen Schuss anlassen, zuerst wieder wie immer der Hinweis. Die heutige Waffe ist im Jahr 1898 von der US-Armee bei einem Kampf auf den Philippinen gegen die unter Drogeneinfluss gestandenen Moros zum ersten Mal eingesetzt worden. Damals habe ich euch aber viel geholfen, gell? Dann wollen wir jetzt miteinander den heutigen Schuss anlassen. Tönt also mit einer guten Torenspitze. Wenn ihr jetzt die richtige Antwort wisst, schreibt sie auf eine Postkarte und schickt sie immer unser Rätsel. Vergessen euren Absender nicht. Meint ihr Buben, bis zum nächsten Mittwoch. Ciao miteinander. Herr Tischler, sagen Sie doch irgendwie.